Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Shadow of the Tomb Raider. Schön, dass ihr wieder mit dabei sein möchtet. Ja, wir sind hier in der verborgenen Stadt. Die haben wir schon gefunden. Und unsere Mission lautet, dass wir uns mit Unuratu auf dem Markt treffen. Das ist quasi die Anführerin, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich möchte mich erst ein bisschen umsehen. Ich finde unser Outfit sehr hübsch. Ich renne nochmal eben raus. Das finde ich sehr hübsch. Gefällt mir. Steht Lauer auch sehr gut. Ach, hier sind auch so Wandgemälde, aber damit kann ich nicht interagieren. Ich will auch unbedingt mal ein Grab machen, damit wir da auch irgendwie mal schauen können, was uns da erwartet. Hi! Da ist Jonah. Kann ich mit ihm reden? Und irgendein Einheimischer. Ist das ein Lama? Oh! Entschuldigung! Ich wollte nicht raufgucken. Das war aus Versehen. Ja, was habe ich hier denn? Tagebuch des T. Serrano. Serrano-Schinken. Lecker. Wie lese ich das jetzt? Ach ja. Erstmal wieder reinfinden. Ich habe eine längere Zeit nicht aufgenommen. Serrano. Serrano? Ist das jetzt hier irgendwo? Nee, das sind doch die Artefakte. Mensch. Aber kann ja sein, dass es hier doch irgendwo ist. Wo ist denn das jetzt mit untergegangen? Oder war das einfach nur so, was zum Finden? 18. Nein! Ich klicke da immer einfach rauf. Gedenkstätten, Trinity, die verborgene Stadt, da sagt sie aber gar nichts zu. Wo ist denn jetzt Serrano? Egal, lassen wir jetzt so. Ich habe einen Fähigkeitspunkt. Ah, Jonah kommt zu uns. Gucken wir erstmal, was können wir denn hier machen? Ach, ich habe nur einen. Für einen gibt es gar nicht so coole Sachen. Das meiste kostet 2. Ich glaube, ich warte noch ein bisschen ab. Dann lassen wir das erstmal so. Was ist im Inventar los? Ich wollte mal eben was gucken. Genau, da hatten wir die Beine, den Torso. Und dann haben wir halt noch Sachen, die wir auch noch nicht herstellen können. Ich lasse das an, glaube ich, jetzt mal. Nein. Oder wollen wir ein Grab machen? Wollen wir das tun? Wo sind wir hier denn? Gibt es hier Gräber? Ja, guck mal hier. Achso, das ist die verborgene Stadt. Ich dussel. Da gibt es ein Grab. Wo ist denn das Grab? Das ist noch gar nicht eingezeichnet, oder? Nee, es ist noch nicht eingezeichnet. Das müsste ich erst suchen. Gut, dann lassen wir das erstmal. Oder Moment. Ein bisschen chaotisch gerade, weil ich nicht genau weiß, was ich machen möchte. Hatten wir hier auch. Da ist ein Grab, guck mal. Ah, ich will aber nicht zum Jaguarbau. Müsste ich da ganz rumrennen, ne? Wir gucken mal. Ja, mach mal. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen warten mit den Schnellreisen, aber ich habe irgendwie Bock auf ein Grab. Vielleicht komme ich da auch noch gar nicht rein. Ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht ist es auch gerade total unnütz, was ich hier mache. Aber egal, wir machen das jetzt einfach mal eben. Wir schauen auf jeden Fall mal. Weil ich will nicht so schnell die Hauptstory durchballern, weil ich weiß jetzt auch nicht, wie lange die geht. Ich habe mal gehört, gerüchteweise, dass die Hauptstory gar nicht so lange gehen soll.
Weiß nicht, ob das stimmt. Ich bin jetzt hier. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, wohin ich rennen muss. Ich renne mal hier lang. Ich hoffe, hier ist kein Jaguar. Ich hoffe, die lassen mich in Ruhe. Oder komme ich hier gar nicht weg jetzt? Ah. So war das. Da ist wieder meine Familie, meine Verwandten. Ich hoffe, ich komme da irgendwie rüber. Das ist die Brücke, ne? War das hier die Brücke? Oh, ich komme. Genau, Laura. Einmal durch. Oh, ich mag das Outfit total. Das Outfit finde ich richtig cool. Würde ich auch selber anziehen. Gefällt mir echt gut. Echt sehr, sehr hübsch. Soll ich hier lang? Ja, ne? Das sieht doch gut aus. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Ich weiß gar nicht, ob die Jaguare wiederkommen. Hier, ne? Ist das das Grab? Jo. Komm, da gehen wir rein. Es klingelt hier auch schon wieder. Das ist immer ein Anzeichen für ein Grab. Oh, kriech da durch. Lara muss wieder ganz schön was mitmachen hier. Ich bin gespannt auf das Grab, was uns da erwartet. Aha, mystisch. Unbekanntes Gebiet. Warum verändert die Musik sich auf einmal so? Okay. Und irgendwelches Geflüster. Wir sind also nicht allein hier. Ich fühle mich hier ein bisschen unwohl gerade. Ich will da hoch. Und hab. Ich muss da eh hoch. Okay. Gott, wo müssen wir hier ganz hin? Kann ich mich da ranhangeln an diesem Ding da? Okay. Gut, hier ist noch eine Falle. Gut. Hier ist noch eine Tasche. Die nehmen wir mit. Hier, das gehört dem netten Herrn hier. Ich leihe mir die mal eben. Den Inhalt zumindest. Beziehungsweise ich schaue mir die Karte an. Dokumente. Dokumente sind hier Ich auch muss klettern, irgendwo. um rüberzukommen. Ach, echt? Ich hätte nicht gedacht. Gott, was ist das für ein Grab? Upala. Abseilen? Ach so, abseilen. Das kann ich. Also, ja. Vielleicht falle ich runter hier. Nee, wie war das noch? Halten und dann schwingen. Schaukel, schaukel, schaukel. Hui! Huch. Das Schaukeln könnte ich den ganzen Tag machen. Das ist alles aus dem frühen 20. Jahrhundert. Oh ja, danach sieht es auch aus. Die Leute hier liegen hier, glaube ich, schon etwas länger. Das ist voll. Tagebuch eines Forschers am Tor. Dieser Großkotz Fawcett bekommt zwar die gesamte Aufmerksamkeit,
Aber ich weiß, dass seine Zeit so gut wie vorbei ist. Die Welt wird sich an Timothy Walker als jenen Mann erinnern, der endlich die verlorene Stadt von El Dorado gefunden hat. Wir haben in einer Schlucht unser Lager aufgeschlagen. Es war eine mörderische Reise bis hierher. Wir werden hier einige Tage rasten und uns orientieren. Einige der Männer müssen versorgt werden. Und ich könnte auch eine Mütze Schlaf vertragen. Die Männer sagen, in der Nacht wäre etwas im Lager gewesen. Der Dschungel raubt ihnen langsam den Verstand. Ich sage ihnen immer wieder, dass wir fast am Ziel sind und uns zusammenreißen müssen. Einer der Späher hat irgendeinen Tempel entdeckt. Wir beginnen heute Morgen mit dem Bau von Brücken und Leitern und brechen am Nachmittag auf. So. Ich will mal eben was gucken. Und zwar beim letzten Mal. Ich weiß gar nicht, wo das alles ist. Das sind auch, glaube ich, nur die Artefakte hier, ne? Wir hatten doch mal von diesem komischen Geschöpf da gelesen, auf zwei Beinen. Und wir haben das doch auch schon mal gesehen. Das hat doch diese ganzen Trinity-Leute umgebracht. Und ich weiß jetzt gar nicht. Darüber zu lesen war. Selbst? Nein. Ach man, ich klicke da immer drauf. Auf jeden Fall von diesem Vieh. Ich weiß jetzt nicht genau mehr, wie es hieß. Da haben wir schon einiges gelesen von. Vielleicht meinten die ja auch dieses Vieh. Okay. Das war jetzt aber nicht alles. Ne, hier geht's weiter. Warte mal. Ich will mal was ausprobieren. Kann ich es abschießen? Hängt das dann nur zu Deko oder? Sagt ja auch keiner was. Also von daher lasse ich es mal hängen. Muss ich ja wohl. Es geht hier also noch weiter. Okay. Da will uns jemand abhalten, dass wir da hinkommen. Aber warum? Müssen wir gleich noch kämpfen? Also irgendjemand ist hier noch. Gehe ich mal von aus. Oh, hier. Auch voll. Basislager brauche ich jetzt nicht. Wir hatten ja nur einen Fähigkeitspunkt. Oh. Ist da jemand? Mhm. Liebe Lewa, ich glaube, wir sind nicht allein. Wir sind, glaube ich, nicht allein. Warum speichert das jetzt an so einer Stelle? Ganz ehrlich, ich fühle mich gerade mega unsicher. Ich wäre lieber alleine. Alles voll. Ja. Ich kann nicht mehr tragen. Ach, die paar Pilze hätte es auch noch mitnehmen können. Achso, ach, hier kann ich einfach hoch. Alles klar. Boah, das sieht wieder gigantisch aus. Ein unglaublicher Anblick. Krass. Bin gespannt, was uns da erwarten wird. Abseilen, ne? Ich muss immer überlegen, wie das funktioniert. Ich komme! Nee. Kann ich mich auch dahin schwingen? Sehr schön. Ach, hier kann ich die Barriere aufmachen. Was hat mir das jetzt gebracht? Da könnte es rausgehen. Ach, raus. Raus will ich ja nicht. Und hier habe ich es einfach nur aufgemacht. Ja, toll. Hätte mir es auch sparen können. Muss ich jetzt da lang? Wo muss ich denn lang? Hierhin wahrscheinlich. Warum springe ich da so runter? Ich habe genau gesehen, dass es nichts wird. Egal.
Hat keiner gesehen. So. Ja, das habe ich nicht genug Platz. Hä? Das kannst du doch mitnehmen. Da hast du doch noch Platz. Was soll das? Ach, die Pilze meinst du wahrscheinlich, ne? Ach so, hier kann ich gar nicht weiter. Das war nur das kleine Stück. Hier war jetzt auch nichts mehr, oder? Nee. Gut, dann war ich da ja schon richtig. Gut, dann müssen wir da lang. Ich dachte, es geht da hinten weiter, aber nö. Das hier könnte ein Ausgang sein. Ich will da rüber. Hä, das sieht aber echt so aus, als ob man da noch lang kann, aber naja. So komme ich aus dem Grab raus. Oh. Tja. Raus wollte ich ja gar nicht. Moment. Ich wollte eigentlich noch nicht raus. Wahrscheinlich starte ich... Naja, ich starte hier, das ist gut. Ich will da ja hin. Oder gibt es da nichts zu holen? Doch. Da muss es ja irgendwas geben. Ha! Natürlich kann ich hier hoch. So, ich wollte das sagen. Wir haben ja noch gar nichts bekommen. Hä, das können wir nicht einsammeln. So, erstmal schön looten hier alles. Das nehme ich mit Leih. Ah, nee, das war voll, ne? Ja, das ist voll. Hier graben wir einmal. Die Schaufel haben wir immer dabei. Und hier hatten wir noch was. Nur eine Fingerlänge, Tagebuch eines Forschers. Ich hasse diesen Ort, diesen gottverlassenen Dschungel. Er lockt dich mit einem Juwel und fegt dir die Beine weg, sobald du danach greifst. Wir haben diese bodenlose Grube bald hinter uns gelassen. Auf der anderen Seite steht irgendein Altar unter einem riesigen Steingesicht, das unsere Bemühungen zu belächeln scheint. Irgendetwas hat das Lager angegriffen. Einige der Männer behaupten, es wären Panther gewesen. Andere sprachen von etwas Unheilvollerem. Die Hälfte der Männer fordert, die Expedition abzubrechen. Ich musste mir einen der Männer zur Brust nehmen, ein Exempel an ihm statuieren. Alles, was ich brauche, ist ein weiterer Tag. Ein verfluchter Tag. Ja, und ich glaube, dieser Ort ist auch verflucht, beziehungsweise irgendetwas haust hier. Und es wäre, glaube ich, klug gewesen, diese Expedition abzubrechen. Verständlich, dass die Männer Angst hatten. Wer weiß, was hier haust. Da hat sich gerade was bewegt. Ich muss irgendwie über den Cenote. Da ist jemand. Oder? Klar, da steht doch jemand. Den kann ich aber nicht wegballern. Ich muss irgendwie über den Cenote. Ja. Schauen wir mal, wie der Mechanismus hier funktioniert. Oder was ich hier machen kann. Oder wie auch immer. Ich muss irgendwie über den Cenote. Irgendwas muss man ja hier tun. Ah, okay. So, und jetzt? Ich muss irgendwie über den Cenote. Ja. Machen wir. Ich sehe gerade gar nicht, wo es weitergeht, wie es weitergeht, wie auch immer. Weiter ging das jetzt nicht. Ich muss irgendwie über den Cenote. Was kann ich denn jetzt hier tun? Ich muss irgendwie über den Cenote. Ja, ich weiß. Warte mal. Da ist was. Nein. Kann ich es daran machen? So.
Hoffentlich lässt der gute Mensch mich da oben in Ruhe, wenn es ein Mensch ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch was anderes. Ich muss irgendwie über den Cenote. Ah, der macht nichts, der da oben, ne? Der ist da einfach nur. Wofür ist das jetzt? Ah, okay. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Okay. Und jetzt? Huch. Ich muss irgendwie über den Cenote. Gut, sie sagt noch nichts anderes. Soll ich das mal wieder umdrehen? Damit ich das da irgendwie befestigen kann, eventuell? Müsste halten. Okay. Huch, was mache ich jetzt? Ich muss über den Cenote. Dafür habe ich nicht genug Platz. Muss ich jetzt hier wieder irgendwas machen? So. Geht zurück. Oh, ganz schön wackelig hier. Hier bin ich. Ich habe ein bisschen Angst, dass mich hier irgendwo ein Kletterweg geben, der zum Altar führt. Ich habe ein bisschen Angst, dass mich hier gleich irgendwas angreift. Ich traue dem Braten hier gerade nicht. Ich traue dem Braten nicht, Laura. Aber Laura, ist das egal. Wir gehen einfach weiter. Es muss irgendwo einen Kletterweg geben, der zum Altar führt. Noch nicht. Erstmal hier gucken. Erstmal Luki-Luki machen hier. Hier unter dem wachsamen Auge eines der Fürsten des Todes liegt das Tor nach Xibalba, das alle Reisenden auf dem Weg von diesem in das nächste Leben durchschreiten müssen. Tor der Unterwelt. Das steht also hier. Es muss irgendwo einen Kletterweg geben, der zum Altar führt. Ich weiß. Ich muss ja immer gucken. Erstmal gucken hier. Es muss irgendwo einen Kletterweg geben, der zum Altar führt. Ich sehe es nicht immer gleich auf Anhieb irgendwie. Oh! Und da hört man wieder die Schreie. Oh, 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 oh. Ey, ich bin doch gesprungen. Das war hart. Da hat es Laura hart getroffen. Oh, ich habe losgelassen. Oh, das sind aber auch Kletterpassagen diesmal. Ja, du fällst noch mal runter. War es das jetzt? Nee, Laura, was machst du? Hochklettern. Verdammt noch mal! Was machst du denn? Ich will da gar nicht hin nach rechts. Wie klettert sie denn? Ich bewege mich gar nicht nach rechts. Egal. So, wir sind oben. Das haben wir schon mal geschafft. Und jetzt muss ich hier raus. Sitz des Adlers. Und ein Fähigkeitspunkt. Verbessert die Kletterfähigkeit, wodurch sie sich beim Klettern schneller bewegen können. Das ist also unsere Fähigkeit, die wir jetzt erhalten haben. Grab abgeschlossen. Cool. Das war schon das Grab. Das ging ja eigentlich. Das war ja jetzt nicht so schwer. Aber ich finde die Gräber cool. Ich mag sowas.
Wir sammeln hier nochmal eben fix ein bisschen was ein, wenn es hier was gibt. Das war also unser erstes Grab, was wir hier hatten. Das nehmen wir alles schön mit. So. Okay. Uns hat nichts angegriffen. Und scheinbar kommen wir hier heile raus. Hui! So, und jetzt können wir auch hier lang. Habe ich alles mitgenommen. Huch! So wollte ich das machen. Sehr schön. Gut, das Grab hat mir ganz gut gefallen und wir kriegen auch wieder passive Fähigkeiten. Gehe ich jetzt raus oder rein? Raus. Und das ist immer sehr hilfreich, darum wollte ich mal ein Grab machen. Vielleicht machen wir im nächsten Part auch nochmal ein Grab. Denn ich finde die, wie gesagt, sehr nützlich auf jeden Fall. Die Fähigkeiten sind manchmal echt cool, die man kriegt. Ich hätte jetzt echt damit gerechnet, dass uns da irgendwas angreift. Weil da war ja anscheinend auch irgendjemand, ne? Hat mich jetzt gewundert, dass wir da so von gekommen sind. Sehr schöne Gegend. Kann ich eine Schnellreise machen? Kann ich. Aber vorher skillen wir nochmal eben, denn wir haben jetzt zwei Fähigkeits... Das ist ein Hase. Ich dachte eben, was kommt da angehoppelt? Sie fallen nie, wenn sie nach Kanten greifen. Schnellere Reaktionszeit beim Fallen und im Kampf mit Feinden. Das finde ich cool. Das machen wir. Das ist nice. Definitiv. Gut, und damit würde ich mich schon mal bei euch verabschieden. Wir gucken dann im nächsten Part, was wir machen. Mir hat das Grab sehr gut gefallen und wir haben eine coole Fähigkeit. Jetzt können wir schneller klettern. Das ist immer ganz nice, gerade wenn es auf Zeit geht oder wenn irgendwas runterfällt oder so und wir schnell weg müssen. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid dann im nächsten Part wieder mit dabei. Der Hase ist auf jeden Fall auch mit am Start. Und ich sage ciao und auf Wiedersehen, eure Inori LP. Wo willst du hin? Warte auf mich!